Wo wir alles hier haben, alle unsere... Hallo Shadow. Alle unsere Werkbänke und Kochstationen auch abgegradet haben. Müsste ich doch... Kesselstufe 5, super. Müsste ich doch jetzt mal ein neues Zeug machen können. Wir haben jetzt die Pilze. Hühnerfleisch! Seht ihr, ich habe was vergessen. Wir wollten uns noch irgendwo ein Hühnerkäfig hinmachen, ne? Wir wollten uns da noch irgendwo ein Hühnerkäfig hinmachen. Ich überlege, ob wir den hier so irgendwie hinstellen können. Oder ob es im Freien nicht so gut ist. Bei den Hühnern stand irgendwas von wegen, die brauchen ein bisschen Wärme, ne? Weiß ja nicht, wenn ich den einfach eine kleine Hütte baue, das dann schon reicht. Oder ob ich den Hühnerkäfig jetzt wirklich im Haus halten muss. Dann gehen wir uns mal ein bisschen Geld schnappen und gehen mal rüber zum... Was ist denn hier los? Warum liegt hier Holz rum? Achso, ich hab doch gerade die Dinger zerlegt. Wir schnappen uns Geld und springen mal rüber zum Händler. Der verkauft Eier. Da müssen wir schauen, wie wir diese Eier anbauen. Die brauchen ein Lagerfeuer, um zu schlüpfen. Aber die können auch am Lagerfeuer verbrennen. Herrlich. Das ist so herrlich, das kann sich keiner ausdenken, oder? Warum ist Dös nicht verbunden? Hä? Oder war das Dös? Ah. Ja, ich war am Überlegen, ob ich sie vielleicht irgendwie in die Nähe von meinem Kochfeuer vielleicht einfach stelle. Oder ist es dann... Ja, da muss ich wieder ein bisschen umdekorieren. Ich habe da jetzt mein Bett hingestellt. Ich könnte sie einfach in die Nähe des Kochfeuers stellen. Dann Zaun drumherum, so dass sie nicht ans Feuer rankommen, aber immer noch genug Wärme rüberstrahlt. Oder brauchen die das Lagerfeuer mitten im Käfig? Hallöchen. Was, ein Ei kostet 1500? Ich habe bloß 900. Warum habe ich so wenig Gold? Ein Ei kostet 1000. Gar kein Gold. Hä? Warum habe ich kein Gold? Habe ich so viele sinnlose Klamotten gekauft? Bei der Hildio? Dass ich gar keine Kohle mehr habe? Habe ich das letzte Mal zwei Eier gekauft? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn ja, wo sind die dann gelandet? In welcher Truhe und in welcher Base sind die gelandet? Ich kann mich nicht daran erinnern, die hier eingeordnet zu haben.
könnte ich denn die reingepackt haben? Ich das letzte Mal zwei Eier gekauft? Mir war auch fast so, als hätte ich schon welche gekauft gehabt. Als Vorbereitung. Mit euch im Stream zusammen damals. Aber wo habe ich die hingepackt? Oder kann denen was passieren, wenn man die einfach so in eine Truhe packt und dann sterben die oder so? Zweimal Hühnerfleisch, aber das ist, weil mir der Stream irgendwann mal Hühner gespawnt hat. Vor langer, langer Zeit. Dann habe ich sie, glaube ich, ausgemacht, die Hühner. Weil das ja unfair war, dass die mir solche Sachen spawnen können. Ich war auch der Meinung, ich hatte welche gekauft, aber wo sind sie? Gibt's doch keine anderen Truhen mehr, oder? Schon selber irgendwie dann holen. Also dann, sonst gehe ich halt noch mal irgendwo in den Dungeon rein und sammle bitte Kohle. Versteht's bloß nicht. Also wie es der Blue Knight schon gesagt hat, ich bin der Meinung, ich hatte schon zwei gekauft. Die müssen ja irgendwo sein. Nur wo? Können dann ja eigentlich nur noch in der alten Base sein. Aber da bin ich der Meinung, habe ich auch alle Kisten leer gemacht. Oder haben wir eine übersehen? Gehen wir mal durch. Kann nicht sein, dass ich die außerdem verkocht habe oder so, weil ich habe in der Zeit ja gar nichts gekocht. Schon ewig nichts Neues gekocht. Mysterium. Nee, Leute, hier ist alles leer. Wo können die zwei Eier hin sein? Sind weg. Ich weiß es nicht. Ob die nach einer Zeit verschwinden, wenn du sie zu lange im Inventar oder in einer Kiste rumliegen hast oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Die zwei Eier sind weg. Nun ja.
Müssen wir noch mal irgendwie ein bisschen Kohle machen und dann welche holen. Bis dahin gucken wir uns jetzt mal die neuen Rezepte an, die wir auch ohne Eier machen können. Wir haben jetzt diese neuen Pilze aus den Nebellanden und wir haben jetzt Hardenfleisch. Das sind jetzt die neuen Zutaten. Ungekochtes Huhn in Honigmarinade. Das können wir uns angucken. Ist ein bisschen unfair, dass ich das Hühnerfleisch schon habe. Aber naja, theoretisch müsste ich ja jetzt auch schon Eier haben, aber die sind weg. Also gucken wir uns das mal an. Lachspastete kennen wir schon. Ungekochter gefüllter Pilz. Metmischung, wenig Eiter. Machen wir gleich zweimal. Ungekochte Fleischplatte mit dem Hasen und dem Sucherfleisch. Nebelhase Deluxe. Und Salat. So viele neue Sachen, ne? Cool. So, und ein paar von denen müssen wir jetzt noch mal in den Ofen schieben, weil die ungekocht sind. Und dann vergleichen wir die einfach mal, was die so für Stats geben. Was passiert, wenn wir das erste Mal Eitel bekommen? Also Mana. Und dann gucken wir mal einfach mal. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die dann doch hier hinstelle und das Bett ein klein wenig noch verschiebe. Und dann würde ich hier vorne, würde ich mir einen Käfig aufbauen, statt den Öfen. Weil es wäre mir ein bisschen zu eng, jetzt hier noch einen Käfig dran zu setzen. Aber hier könnte ich mir vorstellen, einen Käfig dran zu setzen, wo dann die Hühner reinkommen. Die sind dann in der Nähe von dem Feuer. So. Gefüllte Pilze. 75 Eiter. Das klingt so falsch, ne? Eiter. Fleischplatte. 80 Gesundheit und 26 Ausdauer. 80. Huhn in Honigmarinade macht auch 80. Dann Nebelhase Deluxe ist 85. Der Nebelhase, das wäre optimal. Also wir würden quasi versuchen, ein Lebensmittel mit HP. Mit viel HP, ein Lebensmittel mit viel Ausdauer und ein Lebensmittel mit viel Eiter. Das wäre so mein Ziel. Das wäre das HP-Essen, der Nebelhase Deluxe. Da müssen wir zusehen, dass wir irgendwie dauerhaft Hasenfleisch bekommen. Also entweder die ganz oft jagen gehen oder vielleicht auch irgendwie so einen kleinen Hasenkäfig oder sowas. Ich weiß bloß nicht, ob man sie. Ja, Eiter, hast du richtig gehört. Eitr. Eitr. Ich weiß nicht, ob man die halt durch ein Portal durchziehen kann. Nee, na. So einen Hasen kannst du doch nicht hier fangen oder hier hinbringen. Das ist ein bisschen blöd. Dann der gefüllte Pilz, ich denke, das wird es sein für das Eiterzeug. Und der Salat. 80 Ausdauer, super. Also Salat wird unser neues Ausdauerfutter. Der Pilz wird unser Eiterfutter. Hasen kann man nur jagen. Ah, okay. Und für Hasen müssen wir ja ein bisschen mehr Hasen fangen gehen. Aber das wird jetzt quasi unser neues Essen. Gucken wir noch mal. Die Hasenplatte Deluxe.
Das ist der hier. Da brauchen wir Karotte, Jotunbläschen und Hasenfleisch. Super, das haben wir eigentlich alles da. Machen wir gleich mal eine kleine Portion. Dann die gefüllten Pilze. Oh, dazu brauchen wir die Blutklumpen. Da müssen wir auch ab und zu mal ein paar Zecken töten gehen. Aber wir haben ein paar da. Und Rüben anpflanzen. Wir brauchen mal wieder Rüben, sehe ich gerade. Von den anderen Pflanzen haben wir noch Unmengen. Aber Rüben mangelt gerade. Machen wir gleich mal, bevor ich es vergesse. Ihr kennt mich, ich verpeile das dann wieder und dann rege ich mich auf. Rübe, Rübe, Rübe. Gleich mal ein paar hinsetzen. Das reicht erstmal. Ja, und dann was wollten wir noch? Salat. Für den Salat brauchen wir, das haben wir alles da. Naja, trotzdem erstmal herstellen, oder? Und zumindest einmal will ich es jetzt essen, damit ich sehe, was passiert, wenn man Magie freischaltet. Höchstwahrscheinlich werden die Raben auftauchen, mir bloß irgendwas erzählen, aber ich will es trotzdem mal ausprobieren. So, also wir essen jetzt Nebelhase, Eiter und Salat. Und siehe da, wir haben Mana. Aber die Hasen sagen nichts. Schade. Ich habe so viel Salat hergestellt. Oh mein Gott. Das war gerade nicht meine Absicht. Der Wahnsinn. Bitte nicht spoilern, Leute. Leute, wenn ich nicht frage, dann will ich es nicht wissen. Ja? Wenn ich frage, dann dürft ihr natürlich gerne alles beantworten, aber bitte nicht spoilern. Ich will jetzt erstmal ein bisschen Essen herstellen für die Zukunft. Wir haben jetzt neue Rezepte, das finde ich toll. Ich mache jetzt auch schon Essen mit Eiter drin. Aber wenn ich jetzt noch keine Verwendung dafür habe, dann benutze ich es jetzt halt noch nicht. Ich wollte auf jeden Fall eins essen. Willkommen. Wer hat willkommen gesagt? Hat doch gerade jemand willkommen gesagt. Ach ja. Ich wollte auf jeden Fall einmal was mit Eiter essen, damit ich jetzt diesen Dialog bekomme. Der Nebel durchdringt alles Leben und alle Pflanzen dieser Lande und nun ist er auch in dir. Eiter ermöglicht dir die Wirkung von mächtigen Zaubern aller Art. Versuche mehr mit Eiter durchdrungene Zutaten zu finden, um dein Geschick zu verbessern. Das wollte ich sehen, was dann passiert. Ob ich direkt irgendwas freigeschaltet bekomme oder ob es bloß ein dummer Dialog ist. Es war einfach bloß ein kleiner Text. Aber jetzt wissen wir es, ich kann schon mal Sachen vorbereiten und erstmal wegpacken für später. Das heißt, wenn ich jetzt also den Hasen esse,
und den Salat, dann brauche ich noch ein drittes Gericht, wenn es jetzt doch nicht der Pilz wird. Das heißt, wir müssen uns noch ein drittes Gericht raussuchen. Vielleicht was Ausgeglichenes. Oder was mit Gesundheit. Wenn es geht, ohne Hasenfleisch, ne? Weil ich will nicht zwei Gerichte mit Hasenfleisch machen. Das wäre merkwürdig. Also Salat auf jeden Fall. Die Fleischplatte, war der Hase mit dabei? Huhn. Huhn wäre das dann. Zweite Option. Bei der Fleischplatte war, glaube ich, Hase wieder mit drin. Das heißt, wir würden jetzt versuchen, Huhn, Hase und Salat als unsere drei Gerichte anzufertigen. Das Problem ist jetzt das Huhn. Wo sind meine zwei Eier hin? Wir waren doch schon einmal bei dem und haben doch schon einmal welche gekauft. Als Vorbereitung für das, was wir jetzt machen wollten. Wo kann ich denn da jetzt gut Kohle machen gehen? Sollte ich jetzt irgendwo einfach in den Düsterwald? Random hier, wie heißen die Dinger? Krypten durchkloppen oder wo kann man denn gut Geld verdienen? Braucht ja bloß 3000 Gold. Los. Düsterwald, Sumpf, Gebirge, also allgemein Krypten. Oder Dungeons halt mal. Stimmt, im Nebelland Dungeons. Ich weiß immer noch nicht, ob es da überhaupt welche gibt. Also wir müssen auf jeden Fall mal im Nebelland auf Erkundungstour gehen. Da würde ich mir dann halt das Hasengericht, den Salat und noch irgendein anderes HP-Essen mitnehmen. Das können wir machen. Ich koche bloß noch die Pilze fertig, dass die dann, ja, einfach nur, dass sie fertig sind. Für wann auch immer. Ob ich sie jemals brauche oder nicht, das ist jetzt irrelevant. Ich möchte einfach was fertig haben. Mache ich gleich. Ich will bloß nicht, dass es mir verbrennt. Ein Eirezept. Hallo. Hallöchen. Na, alles fit bei dir? Ja. Längere Ausdauer hat kaputt, aber sonst alles.
habe den Kufo jetzt schon seit ein paar Tagen nicht mehr im Spiel gesehen. Kein Bock mehr oder ist er schon wieder fertig mit den Nebellanden? Keine Ahnung, was mit dem ist. Valheim hat schon wieder ein Update. Was? Das Spiel oder die Mods? Hm. Das Spiel. Echt? Weiß nicht, ob ich das drauf hab. Ob das im Laufe des Tages kam oder so. Wenn mir das anzeigt, jetzt gleich. Ich will mir nochmal reingucken. Nee, will ich jetzt nicht. Der zeigt mir immer noch dieses Jotun-Update an. Das kannst du machen. Geht jetzt. Da habe ich das aktuelle jetzt drauf, ja. Das ging das Spiel hat sich ja nie gestartet, so. Ja, das Spiel ging dann, geht es an mit der aktuellen. Gut. Also ich sehe kein Rezept mit Ei. Jetzt nochmal also als Antwort für die für den Chat. Ich sehe ein Hühnergericht. Aber ich sehe kein Eiergericht. Was total merkwürdig ist. Ich war der Meinung, ich hatte zwei Eier gekauft. Jetzt kann ich sie nicht finden. Weißt du? Und die Scheißdinger kosten 1500 das Stück. Was? Ja. Jetzt muss ich nochmal irgendwie losgehen und Kohle machen. Hab nämlich nicht mehr genug. Naja. Ist das deine neue Wohnung schon? Meine was? Deine neue Wohnung. Ja. Ich bin größtenteils fertig mittlerweile. Also die zweite Etage muss noch ausgebaut werden. Dann muss ich noch die Rüstungsständer mit den ganzen Rüstungen halt rüber transportieren. Aber ich habe jetzt endlich halt Bett, Kochstelle und Werkstätten hier. Und somit ist das jetzt quasi meine aktuelle. Das ist schön. Guck mal, wie ich Kochstelle mit Schmelzöfen kombiniert habe. Die sind hier drinne. Die sind hier drinne. Ja. Das ist der Hochofen, das ist der normale Ofen und das ist die, die Köhlerei oder wie auch immer das Ding heißt. Ne? Die Kiste hier vorne ist nah genug dran, dass die sich daraus bedienen können. Okay. Und ich habe diesen Auto-Fuel-Mod so eingestellt, dass er die letzte Zutat immer nicht verwendet. Das heißt, es wird immer dann ein Stück Holz, ein Stück von irgendeinem Erz, was ich reinstecke, wird immer übrig bleiben, sodass ich es dann per Auto-Sort von unten einfach hochjagen kann, wenn ich in die Base zurückkomme. Ja? Ganz cool. Und die kommen dann halt, wie gesagt, die kommen dann selbstständig ran und spucken das nach unten hier aus. Ne? Der Köhler spuckt es nach unten dahin. Das kann ich einsammeln und dann per Autosort auch wieder hier reinjagen. Ne? Hier reinjagen. Wo die sich das dann rausnehmen können, um dann halt wiederum Sachen einzuschmelzen. Ja? Ich muss jetzt bloß erstmal wieder Kupfer, Zinn und Silber und Eisen, Erz irgendwo finden und zumindest mal ein Stück hier reinlegen. Und dann kann ich die immer Auto reinjagen. No? Funktioniert ganz gut, finde ich. Das mit dem Autosort, das funktioniert bei mir noch nie. Warum auch immer. Dann hast du den nicht den richtigen Mod drin, keine Ahnung. Ich habe eigentlich den genommen, den du mir genau die gleiche
Willst du die du Hast hast? du einen falschen Knopf vielleicht? Oder hast du wieder irgendeinen anderen Mod drinne, der das vielleicht überschreibt oder so? Ich weiß nicht. Dein Inventar muss so hier aussehen, mit diesen S, R und Q. Na, ne, das S ist da, aber das R und Q ist nicht da Dann bei hast du mir. noch irgendeinen anderen Mod drinne, der da im Weg steht. Oder musst du noch irgendwas umschreiben? Also, ich hab. Es könnte sein, dass ich den Sortier-Button geändert habe oder sowas, weil das irgendwas anderes war. Keine Ahnung. Das musst du mal ein bisschen rumprobieren in der Config. Also, bei Ich habe irgendeiner echt Mod. einen Großteil deiner Liste, die du mir mal geschickt hast, genommen. Guck mal nach, ob ich irgendwas anderes noch zusätzlich drin habe. Das habe ich drin. Das hier irgendwie. Hast du den Schrank mal gesehen? Warte, warte, warte. Bon. Ach, hier dein Lagersystem, ne? Das sind alles Schwarzmetallkisten, ne? Okay. Das sind alles Schwarzmetallkisten, weil ich mehr Schwarzmetall als Eisen habe, weißt du? Und es ist dann auch besser aufgegangen. Komischerweise war das Problem, dass die Eisenkisten ein bisschen höher sind, also die verstärkten Kisten, ne? Die sind so No. ein bisschen höher. Du konntest zwar vier von denen nebeneinander reinpacken, wo drei von denen Schwarzmetall passen. Und am Ende waren dann alle, geben dann alle 96 Slots, also vier Kisten von den verstärkten oder drei Kisten von den Schwarzmetall sind am Ende 96 Slots. Ne? Das macht also keinen Unterschied. Es ist nur eine Materialfrage. Aber wenn du Okay. die Eisenkisten, die verstärkten Kisten hier reinstellst und dann aufeinander stapelst, dann ab dem dritten Stapel klappt es nicht mehr, weil die ein bisschen zu hoch sind und sich immer weiter hochschieben und irgendwann liegen sie nicht mehr auf dem Holz auf. Und dann kannst du sie nicht mehr bauen. Okay. Und deshalb habe ich dann einfach gesagt, ja scheiß drauf, dann nehme ich die Schwarzmetalldinger. Erstens weniger Kisten setzen, zweitens habe ich das Material viel mehr und drittens sieht es auch voll cool aus, oder? Ja. Meine Lagereinheit. Gut, Lebensmittel und dann ab in die Nebel. Ab in die Nebel. Wir nehmen die Lox-Pastete. Ich habe jetzt auch neue Lebensmittel. Ich gehe mal gerade die Liste durch. Den haben wir. Jotun Hammer. Gilt Kai White. Blut habe ich eigentlich auch drauf. Wo ist es denn? So. Also auf geht's. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas finden. Ich habe immer noch meine Base hier nicht benannt. Den haben wir. Cast, na gut, Cast Tricks, das brauche ich nicht, das ist ja nur für dich. Bigger Chest habe ich. Comfort Tweaks. Alles. Hammer. Glaube ja. Falsches Portal, oder? Falsches Portal. Auto-Fuel.